Ich denke, das ist gut für so Leute, die sich wirklich, ich weiß nicht, krass erschrecken können. Aber das ist nicht ein Spiel für mich. Und nicht, weil ich mich irgendwie so voll auf cool stelle oder sowas. So von mir, boah, ey, ich erschrecke mich null oder so. Aber ich bin halt zu sehr, ich weiß nicht, so krass beschäftigt in einem Ding. Da ist es super schwer, mich rauszuholen. Gehe ich jetzt richtig? Ich gehe nicht mehr dorthin zurück. Okay. Aber läufst jetzt lieber draußen herum ohne Taschenlampe? Ich habe auch schon wieder diesen Code vergessen. Was war der Code? Ich denke, dass wir den noch brauchen. Jetzt bin ich auf der Straße und muss nur noch den Weg aus der Stadt finden. Ich drehe durch. Wow. 5913? Ich habe auch irgendwie sowas im Kopf. Aber ist das quasi so ein. Ist es so ein Laufsimulator-Game? Guck mal, also das mit dem. Der Vibe, der kommt schon gut durch. Aber wenn du einmal nicht richtig aufpasst, und hier ist der Ausweg, aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Der Klassiker. Da ist etwas, aber ich habe nicht das Geld dafür. Was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Okay, rote Tür, die einfach aufgeht. Ich denke mal, da müssen wir rein, weil wir neugierig sind. Wenn ich solche Spiele spiele, die auch ein solches Setting haben, ich stelle mir dann halt vor, wie ich mich. Wo finde ich nun Hebelkraft und Benzin? Hebelkraft? Ach so, wahrscheinlich ist in diesem Automaten ist der Hebel, den ich da dann anschließen kann. Okay. Nee, jetzt muss ich noch so Sachen suchen. Was ist das denn? Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist kein Benzin mehr. Und der Anlasserhebel ist kaputt. Perfekt. Ey, da haben wir uns aber auch wirklich einen tollen Ort ausgesucht zum Übernachten. Was wollen wir überhaupt in dieser ranzigen Stadt? Kann ich nicht einfach so ein Fass nehmen und das dann da reinmachen? Oh. Das ist jetzt auf. Das war vorher nicht auf. Ich zeige dir etwas. Schau unter den Felsen bei der Schaukel. Also ich dachte, das wäre irgendwie ein Steinchen oder so, was ich nehmen könnte. Das war aber nur so ein Teil vom Kühlschrank. Da oben steht jemand. Felsen unter der Schaukel? Felsen unter der Schaukel. Was für ein Felsen? Ach hier. Hahaha. Und jetzt in den roten Kühlschrank. Was für ein roter Kühlschrank? Wo war der nochmal?
War der hier drin? Nee, der war nicht hier drin. Der war woanders. War der hier drin? In dem Raum? Wieso bewegt er sich denn jetzt? Hat sich da irgendjemand eingesperrt? Eine kleine Clownsnase. Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Klar, warum nicht? Was denn? Habt ihr den Heslon gesehen, der da rumgekrabbelt ist? Ganz komisch. Wow! Ich weiß nicht, Garagentor hinter dem pinken Tuch? Girl Power! Leute, ich mag Tiere, ich bin ein richtiger Katzenfan. Pinguine sind meine Lieblingsvögel. Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr. In meiner Familie und im ganzen Dorf. Und es ist gut, dass ich mich das. Das macht alles keinen Sinn vom Deutschen her. Das ist richtig schlecht übersetzt. Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr in meiner Familie und im ganzen Dorf. Und es ist gut, dass ich mich, dass es nicht, dass es keine lebende Seele mehr gibt, in Kowloon gibt. Fandet ihr das gut vorgelesen? Sie benötigen diesen Raum, wie ich benötige diesen Raum. Ich habe jetzt eine Münze gefunden. Wahrscheinlich für den Automaten. Aber ist das jetzt quasi so mein Safe Room? Muss ich gleich ganz viel wegrennen? Will nicht. Oh, oh Mann. Ich habe ja jetzt eine Münze bekommen, die ich dann bei dem Automaten einsetzen kann. Wenn ich den Automaten natürlich auch finde. Natürlich habe ich ihn nicht gefunden. Aber ich denke mal, dieser Weg schaltet sich frei später. Es hört sich an, wie wenn hier irgendjemand so dicke Party macht. Och nee. Wieso ist denn jetzt das Licht aus? Auch so ein enger, ungemütlicher Raum. Muss ich hier lang? Nein, ich glaube, da oben war für diesen Automaten, nicht für den Automaten, sondern für dieses Benzingerät. Hier. Hier ist der Automat. Das ist dieser Hebel. Finde es auch toll, wie wir hier so ganz gemütlich herumschlendern. So. Jetzt müssen wir nur noch Benzin finden. Es ist kein Benzin im Generator. Danke. Nee, ich glaube, das ist Waschmittel. Wie weiß ich denn jetzt, dass das Benzin ist? Wie kann ich das erkennen? Haben wir hier irgendwelche Zimmer, die sich vielleicht geöffnet haben? Entweder spawnt an der Tankstelle. Ja. Oh, zurück kann ich nicht. Das war wahrscheinlich dann der Weg, wo ich hergekommen bin. Oder ein Kanister ist hier irgendwo. Ja, das denke ich mir halt eben auch. Hier muss doch irgendwo ein Kanister liegen.
Ist es jetzt zu? Das ist kein Benzin. Ist auch kein Benzin. Hier unten lang. Dreckige Wäsche, irgendwelche gammeligen Hocker, aber ich sehe kein Benzin. Und dann bleibe ich auch noch irgendwo in den dümmsten Ecken stehen. Also so hängen, nicht mal bewusst stehen bleiben. Wahrscheinlich so ein typisch roter Kanister. Dachte ich mir eben auch. Ich habe noch nichts typisch Rotes gesehen. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist er ja irgendwo da hinten auf der anderen Seite. Aber da komme ich gar nicht hin. Moment, warte. Die Dame ist doch vorher hier irgendwo hingegangen. Die vorher auch was aus dem Automaten rausgeholt hat. Vielleicht ist das der Weg zum Benzinkanister. Ein Zettel. Es ist schlimm. Meine kleine Tochter ist von zu Hause weggelaufen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Meine Frau ist seit 3 Tagen nicht mehr aus der Badewanne gekommen. Seit 3 Tagen liegt die in der Badewanne. Okay. Alle um mich herum sind verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Gas aus den Rohren, das habe ich noch nie bemerkt. Ich glaube, es ist alles seine Schuld. Hilfe! Hilfe! Okay. Das heißt, mich hat es aber auch irgendwie getroffen, weil das ist doch auch geplatzt, als ich hochgegangen bin. In mein eines Zimmer. Sie wollen uns aus unserem Viertel vertreiben. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Oh. Und hier ist ein Kanister Benzin. Hä? Das? Cool. Hey. Ich glaube, der ist nackt rumgelaufen. Ich wollte jetzt nicht in die Wohnung reingucken, es tut mir leid. Bitte bleiben Sie auf. Dankeschön. Ich beeile mich. Kann ich eigentlich unendlich rennen oder kommt da auch irgendwann mal so ein Schnaufi? Ich beneide jeden, der so starke Lungen hat. Also es war leider kein typisch roter Kanister. Ich habe schon damit gerechnet, dass der typisch rot wird. Oh! Oh mein Gott, wer war das denn? Der war groß. Ich glaube, der wollte auch den Generator anschmeißen. Hat aber dann gesehen, dass der schon an ist. Muss ich jetzt 5319 machen? Nee, 5. Was war das? 5913. Hä, sieht doch ganz geil aus, wie chillig. Guck doch mal mit der Beleuchtung. Die Sterne kann man sich angucken. Hier oben noch süß mit Kerze, auf romantisch angelehnt, 2 Stühle. Wie nennt man das nochmal? Ist das ein Grammophon? Sogar ein Bett! Cozy! Das ist echt gemütlich hier. Aber wenn es natürlich regnet, ist es ein bisschen scheiße. Aber geile Aussicht.
Und sonst, was haben wir hier? Oh, wie nennt man die Dinger? Ist das sowas wie eine Kneifzange in groß? Aber wo brauche ich das? Bolzenschneider. Genau, das Zeug meine ich. Ein Bolzenschneider. Ich verstehe jetzt nur nicht ganz, wo ich das brauche. Hier? Oder muss ich wieder zurück? Oh, wahrscheinlich. Wobei, ich glaube nicht, dass wir es hier brauchen. Nein. Oh, jetzt spielt Musik. Woher kommt die Musik? Oder muss ich jetzt zur Musik laufen? Der Hund ist hier. Warum? Oder kann ich wieder zurück? Aha. Muss ich den Bolzenschneider dann in der Wohnung benutzen? Ja, die mögen es irgendwie hier so ein bisschen freizügiger. Ich weiß nicht, vielleicht warmes Klima oder so. Stadt verlassen. Was das jetzt? In letzter Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Kowloon waren. Sie sagen, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kowloon Wall City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Kowloon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Ah ja. Was war das? Ah! Ausgabe. Ist das Spiel jetzt fertig? Es war auf jeden Fall ein kurzes Spiel, ja. Oder kann ich jetzt auf Fortsetzung klicken und es geht weiter? Ich verstehe sonst nicht den Sinn. Laufsimulator-Game, wo man einfach nur in so einer düsteren Umgebung herumläuft. War trotzdem ganz cool. Ich will mich nicht beklagen. Aber ja, was meint ihr? Was meint ihr zum Spiel? Ich will eure Meinung hören. Ich habe
damit ehrlich gerechnet, dass wir diese Frau, die da jetzt so aufploppt, dass wir dieser Frau öfter begegnen. Aber die ist ja gefühlt irgendwie nur dreimal aufgeploppt und danach gab es einfach nur die ganze Zeit irgendwelche hässlichen Gestalten. Also es wurde mir ja auch auf jeden Fall gesagt, dass es ein kurzes Horrorgame ist. Wurde ich nicht enttäuscht? Das ist es. Ich habe es in die Länge gezogen, weil ich am Anfang nicht wusste, dass ich Tee kochen muss. Aber sonst? Ich denke mal, für die krass schreckhaften Mäuschen unter uns gab es sicher den ein oder anderen Zucker. Aber ansonsten, es hat mich jetzt nicht krass umgehauen. Ich habe halt auch noch versucht, irgendwie euch das klar zu machen, was ich jetzt hier mache, indem ich halt auch noch das vorlese, was diese Figur sagt. Aber das war alles so stumpf, weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, man hat auch bei mir gemerkt, dass ich einfach nur verwirrt war, so von wegen, okay, was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Und dann kamen ja ab und zu irgendwie so Figuren auf einen zugelaufen. Also ich meine, dieser riesige Typ, der da plötzlich im engen Gang zu mir zum Generator gehen wollte, um den Aufzug zu reparieren, aber ich bin ihm halt zuvor gekommen. Der hat mich so ein bisschen ins Zucken gebracht und dann vielleicht so eins von diesen roten Bildern. Aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da so versucht wurde, ein kleines Storytelling zu machen, aber auch gleichzeitig irgendwie so versucht wurde, das möglichst mysteriös zu halten, dass man auch möglichst wenig dazu erklären muss. Anders kann ich mir das nicht erklären. Am Anfang ist so ein Rohr geplatzt und da ist halt so grünes Gas rausgekommen. Und da wurde jetzt auch irgendwie an zwei Stellen in dem Spiel erzählt, so, jo, es liegt am Gas, das Gas macht uns kaputt und keine Ahnung was. Das war wie so der einzige Hinweis darauf, wieso vielleicht diese Leute so durchdrehen in diesem Ort. Und dann scheint es auch irgendwie noch so eine andere halluzinierende Wirkung zu haben, dass Leute an dem Ort, wo vorher Kowloon wirklich auch mal stand, aber jetzt quasi eine Ruine ist, wie man es am Ende gesehen hat, dass die dann halt eine ganze Stadt dort sehen und was weiß ich für Trips haben. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Spiel hier schlecht war, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es krass gut war. Wisst ihr, es war halt eher so, ja, kann man mal spielen. Aber ich würde es jetzt nicht einem sofort raten. Ja, welcome to Kowloon. Das war auf jeden Fall eine Experience, die ich nicht nochmal machen möchte. Und gerne bei den Socials vorbeischauen. Ihr wisst, überall heiße ich Merre. Ciao, die Maus.